Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Miss Survival. Und wir starten mal ein neues Game. Let's go. Und mal gucken, wo wir spawnen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne positive Bewertung da. Abonniert den wunderschönen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ist komplett kostenlos. Und schreibt einen Kommentar. Und ich würde sagen, 3 years ago, mystery thing happened. The mystery mist covered. Bla 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 bla. Ja, ja. Most people go sick and die. Must survive, stuff change. Ja, wissen wir ja. Letztes Mal habe ich ja angefangen, da ging der Nebel irgendwie nicht mehr weg und dann musste ich ja mein Windows leider komplett neu machen. Hat mal wieder Auge gemacht. A new day dawns. Alles klar, mach mal hin jetzt. Okay, wo sind wir denn hier gespawnt? Ja, kennen wir schon. Okay, eine Säge, die nehmen wir mit. Und das ist unser Shelter. Und auf Tab, auf I haben wir unser Inventar, das können wir alles mitnehmen. Wenn wir Rucksäcke finden, können wir das alles noch erweitern. Das ist unsere Sachen, die wir craften können. Molotow, das ist nicht schlecht. So, was wir als erstes hier machen. Ah, ne, brauchen wir ja gar nicht. Wir können auch so steuern. Oh, da haben wir schon was. So, und jetzt haben wir hier 2 Platz mehr. Nice. Okay, das nehmen wir alles mit. Ist hier vielleicht irgendwie eine Motor oder eine Zündkerze drin? Nee. Was sind wir denn hier? Ich hab gar keinen Plan, ne? Erstmal orientieren, wo wir hier überhaupt sind. So. Ich denke mal, wir werden wieder am großen Haus bauen diesmal. Was sind wir denn hier? Wir müssen aufpassen, es gibt hier auch Banditen. Okay, da vorne können ist eine Karre, die wir fahren können. Die müssen wir nur instand setzen. Die Banditen haben auch Gefangene, die wir befreien können. Die schließen sich uns dann an. So, den Hammer nehmen wir. Ey, wo sind wir denn hier? Ich hab keine Ahnung. Was sagen wir? Hier ist ein Amboss. Damit können wir was machen. Wir brauchen mal gerade nicht. Wir haben ja noch nichts. Was fehlt denn in der Karre? Oh, die Reifen. In der Karre fehlt ja echt alles. Verdammt. Wo sind wir denn hier? Ich hab echt keinen Plan. Da oben ist noch irgendwas. Und wir müssen uns ein bisschen sputen. So, hier ist noch eine Karre. Hammer. Nägel, was zu essen. Perfekt. Auch nichts drin. Schade. Oh, da ist eine Zündkerze. Genau was. Ja, komm. Den brauchen wir nämlich für unser Auto. Hier ist Metall drin. Was ist hier? Schuhe, guck mal einen an. Nee, war das hier doch. Was war das? Inventar Equipment hier. So sehen wir aus. Dann ziehen wir mal die Schuhe an. Cool, jetzt haben wir nur Unterwäsche und Schuhe. Zahnrad. Hier ist noch dieses Datum. Oh! Direkt Maschinengewehr. Das ist ja geil. Aber natürlich keine Muni, ne? Aber noch ein bisschen Muni dafür. Ja, wie krass ist das denn? Das ist direkt ein Match. Sogar eine M4 direkt. Da vorne ist ein Bär. Wo sind wir denn hier? Ich hab echt keinen Plan. Wir müssen uns vom Bär fernhalten. Und ohne Waffen wird er uns locker auseinandernehmen. Oh, was ist das? Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Verdammt. Wir sind irgendwo an der Tankstelle. Das ist die große Stadt, kann das sein? Da ist ein Motor. Da haben wir schon mal einen Reifen. Mist, kann ich den immer mitnehmen? Dann droppen wir das und nehmen einen Reifen mit. Ja, das können wir stacken. Was ist das? Zahnrädchen können wir auch stacken. Brechstange. Könnten wir vielleicht echt brauchen. So, was ist hier? Hm. Ja, stimmt, ganz unten kann man ja nicht aufmachen. Warum auch immer. Gibt es vielleicht irgendwo noch einen Reifen für mich? Motor wäre halt auch nicht schlecht, ne?
das mit Batterien? Okay, die brauchen wir auch. Mist. Was lassen wir da? Dann können wir das droppen. Und wenn die Batterien, dann haben wir schon mal zwei Teile. Brauchen wir aber noch einen Motor. Hier ist das Hotel. Ist es dann in die Richtung, wo das große Haus ist? Kann das sein? Ich habe gar keinen Plan, wo wir hier überhaupt sind. Es kann aber sein, dass sie das halt ein bisschen verändert haben. Ich weiß auf jeden Fall auch, dass es hier... Da ist, glaube ich, sogar ein Banditenlager, ne? Mal, kann ich den irgendwie einfach mit dem Hammer umbringen? Oder ist es einfach nur eine Hütte? Ich glaube nicht, dass es ein Banditenlager ist. Ja, da steht... Oh, shit. Das sind zwei Stück. Aber das schaffen die. Die töten? Ich habe echt keinen Plan, wo ich hier bin. Hallo. Im Auto ist das Ganze natürlich echt leichter. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Wir werden natürlich wieder einen großen Haus bauen, auf jeden Fall. Und da haben wir irgendwie am meisten Glück. Ein Combat-Bau. Das ist schon mal gut. Das können wir sogar zum Beispiel auf die 3 machen. Da haben wir ein Messer. Das ist mal Rambo. Hier kann man irgendwie nicht looten, warum auch immer, keine Ahnung. Unnutzbar. Hinten ist unser Haus, wo wir hinwollen. Was ist das? Das große Haus, ja, ne? So nice. Genau, da war das mit dem Wasserturm. Und wenn wir dann das Auto in Stand gesetzt haben, können wir dann auch schneller Sachen looten. So, mach mal hier, was ist das? Open Shelter Command. No room is gives wire. Make this to your active base. Machen wir. Das ist so ein smalles Haus sein. Wenn das richtig groß ist, da ist Salz. Nichts. Essen. Okay, dann machen wir hier das ganze Essen und Trinken rein, was wir gefunden haben. So. Hier können wir die Streichhölzer dazu machen. Das ist hier noch mehr Streichhölzer. Die machen wir da oben dazu. Hier ist nichts. Das Essen kommt oben hin. Warte mal. Salz hatten wir doch irgendwo. Wo hatten wir hier Salz? Was hier unten? Ja, hier haben wir Salz. Aber Salz können wir eigentlich zum Essen dazu machen, oder? Machen wir Salz auch hierzu. Logan Animal Öl Green True Fire, okay. Ne, das nicht. Das hier, was ist hier drin? Revolver Ammo. Hammer. Nichts, okay. Oben ist ja glaube ich auch nichts mehr, ne? Ne, hier ist leider nichts mehr. Verdammt. Uah. Dann würde ich sagen, dann machen wir hier die das rein, das rein, das rein. Da packen wir jetzt, okay, das ist voll. Hier unten packen wir den Zucker rein, Painkiller. Essen müssen wir oben reinpacken. Essen packen wir da rein. Und die Sachen können wir dann sogar schon mal ins Auto machen. Reifen können wir dran machen. Dann machen wir die Batterie rein. Wir brauchen noch mehr. Und eine Zündkerze. So. Cool, dann brauchen wir jetzt noch einen Motor, Benzin und 3 Reifen. Das ist schon mal nice. Unsere Wumme haben wir ja auch dabei.
Das sind Militärzeuge, vielleicht finden wir ja da noch ein bisschen Muni. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Ein Bett müssten wir uns halt auch noch machen. So, ich aber hier mal. Da haben wir nichts. Die Säge hätte ich auch ablegen können, verdammt. Das hätten wir brauchen. Komm schon, ich brauche irgendwo einen Motor her. Das kann es ja wohl nicht sein. Das. Okay, ich muss jetzt erstmal hier. Gucken, ob wir hier irgendwie ein bisschen Muni finden. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Stock, na, können wir spielen. Das Rex können wir mitnehmen. Das können wir mitnehmen. Obwohl, ich komme jetzt in den Nebel. Was ist das? 9 mm. Dafür brauchen wir eine Piste. Shotgun-Muni. Das nehmen wir mit. Ja, Holz bräuchten wir eigentlich auch. Was ist das? Kohle, ne? Gab es nicht hier irgendwo auch einen Rucksack? Irgendwo. Oh, Rifle Ammo, genau. Das ist genau das, was wir brauchen. Hä? Wir haben 4 Schuss jetzt, ne? Immerhin. Oh, und eine Piste. Guck mal hier, warte mal. Equipment. Dann haben wir hier eine. Was ist das? Eine kugelsichere Weste. Warum zieht er die denn nicht an? Hier. Komplett nackt, aber eine Weste und Stiefel an, der kennt's nicht. Machen wir was für Armor. Was? Revolver Armor, kann ich dann nochmal mitnehmen. Ich könnte hier was essen. Brauchen wir eben. So, futtern wir was rein. Okay, warte mal, dann können wir das nämlich in den Slot legen. Dann laden wir die Pisten nach. Die können wir dann auch nochmal nachladen. Da haben wir das Lieschuss drin. Nice. Okay. Shotgun-Muni. 9 mm, das ist nochmal gut für unsere Piste. Aber gerade mal 2 Schuss. Das ist ja belastend. Ist hier irgendwas? Oh ja, neues Motor von unserem. Oh. Und Benzin. Okay, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch 3 Reifen. Dann haben wir alles. Dann können wir unser Autoflot machen. Okay, perfekt. Reifen kriege ich vielleicht an der Tanke. Da ist so eine Militärkiste. Handschuhe hier. Eine Handgranate, warte mal. Machen wir erstmal das rein, nehmen die Handschuhe. Die können wir dann nämlich anziehen. Wo können wir die denn anziehen? Vielleicht. Natürlich. So, ich guck mal, wie ich kann auch einfach so machen. Eine Handgranate, ein MRE, das. Was soll ich denn wegschmeißen? Kommt das? Revolver-Ammo. Guck mal das. Dann nehmen wir Revolver-Armor mit. Shotgun-Armor habe ich auch schon einiges gefunden, ne? Aber leider bis jetzt immer noch keine Shotgun. Rack kann ich mit dem mitnehmen. Ist hier auch irgendwie ein Reifen oder so? Okay, ich muss halt nochmal kommen. Gleich. Ich laufe jetzt nochmal zurück und die Sachen dann weg. Ist ja nicht weit. Den Motor können wir nämlich auch schon mal einbauen. So, wir haben ein bisschen Muni für unsere Muni gefunden. Das ist schon mal nice. Bauen wir auch gleich den Motor ein. So. Hier sind 3,8 Liter Fill the Tank. So. Perfekt, dann bauen wir den Motor hier ein. Wir können einfach so einen Motor in ein Auto einbauen, ne? Ohne das gelernt zu haben, überhaupt ohne Anstrengung. Oh shit.
Was? Junge, hab ich mich erschreckt, wie schnell kam der denn? Oh, what the fuck? Oh, wie schnell kamen die denn noch einmal? Fuck. Bruder, ich hab mich so erschreckt gerade. Holy shit. Fuck, Alter. Junge, ich hab mich so erschreckt. Scheiße. Das ist meine ganze... Oh ja, Rifle-Muni. Was nämlich meine ganze Muni verballert? Und was ist denn das? Ach, 9mm Muni. Zeug ich für die Pistole? Alter, hab ich mich gerade verjagt. Wie schnell der auf einmal da war. Geht der Nebel diesmal weg? Ich trinke noch einen Schluck Kaffee. So. Was macht denn eigentlich unser Leben? Ich guck grad mal. Status? Okay, nichts. Komm, geh weg, Nebel. Ich hab ein bisschen Schiff. Wo ist der? Nur noch zwei Schuss. In meiner Pistole. Hier habe ich auch nur noch zwei Schuss. Verdammte Axt, Alter. Oh, du bist dich. Oh, Bruder, ich bin so erschreckt. Muss ich mir jetzt irgendwie ein Bett bauen oder so? Kann das sein? Um die Nacht zu überschringen, warte mal. Dafür brauche ich aber erst eine Workbench, ne? Wo ist denn hier eine Workbench? Holzracks? Verdammt. Einen Hammer habe ich ja, Nägel. Die habe ich auch nicht. Okay. Ich würde gerne ein Doppelbett nehmen, warte mal. Was ging das jetzt mal B? Hier war das, ne? Das muss ich dann hier reinmachen. B. Digga, ich hab mich so erschreckt wie von, krass, ne? Wollen wir es so machen? Guck mal. Wir könnten uns eigentlich direkt so hinstellen. Hier unter das Fenster. Wir brauchen Rex und Wood. Baut für Month to Winter. Der Nebel scheint echt nicht mehr wegzugehen. Verdammt. Ich speichere hier mal. Ist hier noch irgendwo einer? Ja, da hinten. Ich weiß halt nicht, wie lange der Nebel jetzt da bleibt, ne? Oder ob das ein Bug ist oder keine Ahnung. Hab ich hier irgendwo noch was? Rex habe ich glaube ich keine mehr, ne? Alkohol. Ich habe bestimmt mit einem Molotow oder sowas basteln. Verdammt, jetzt wo ich die Karre fast zum Laufen gebracht habe. Revolver-Ammo. Können wir da stecken? Das können wir... Okay, komm, das können wir noch, ne? Das können wir alles da reinmachen. Geht's weg, Nebel. Da machen wir auch schon. Oh, shit, ne? Okay, der hat sogar was dabei. Das ist ja nice. Komm, zu keine Nebel. Auch Nägel und Holz. Warum geht der Nebel nicht weg? Ich versteh's nicht. Das ist ja richtig doof. Ist hier irgendwas drin? Nö.
Internet jetzt raus ohne... Ich hab kein Messer und so, aber... Wie viel brauchen wir? 6 Racks und 10 Wood. Hatten wir doch da hinten alles, ne? Und hier oben könnten wir dann auch schon mal... Jo, hauen den Kapitän. Das ist ja mal geil. Was ist 2 Uhr? Was? Okay, das können wir sogar neben dem Haus bauen, oder wie? Ja, Mann. Warte mal. Das ist ja geil. Jetzt haben wir es da hinten hingebaut. Gehst du da hin? Er guckt jetzt. Wo ist das? Was ist das? Ich weiß halt echt nicht, ob der Nebel überhaupt bleibt. Ob ich schlafen muss oder... Keine Ahnung. Oder ob ich die Typen jetzt alle erledige. Ich probier's einfach mal. Aua. Was? Scheiße. Nein. Hallo, ich bug. Das macht der automatisch. Okay, ich hab alles noch. Hab ich jetzt irgendwas verloren überhaupt? Mein Charakter? Nee. Doch, meine Weste habe ich verloren. Verdammte Axt. Ist ja halt natürlich richtig doof, wenn der Nebel niemals weggeht. Guck ihn dir an, wie er direkt angerannt kommt. Jo, Bruder. Beruhig dich mal. Hier, Rex haben wir. Ach ja. Ich werde schon wieder sterben, glaube ich. Verdammt! Oh, da ist ein paar Junge! Wie zieht das denn? Warte mal, ich speichere, ich lade noch einfach nochmal. Lol. Das ist ja krass, Alter, wie viel das sind. Lord Game. Oh, Lord Game. Weil wenn der Nebel überhaupt der nicht weggeht, du hast ja gar keine Chance, so viel wie das sind. Aber der Nebel kam ja auch mega schnell, ne? Ich muss einfach warten, ne? Ich weiß nicht, was ich sonst machen kann. Auf dem Dach ist nämlich auch einer. Hier ist Alkohol. Das machen wir. Dann habe ich eigentlich meine Weste noch. Meine Weste ist weg. Warum ist meine Weste weg? Verdammt. Deswegen ist es halt besser, alles abzulegen. Als man drauf geht. Dieser Scheißmüll endlich mal wieder weggehen. Das kann es ja wohl nicht sein, oder? Einer chillt über mir auf dem Dach. Ich könnte jetzt hier durch die Scheibe schießen, aber. Toll, so viel Muni habe ich halt nicht mehr. Ich sag bloß, man muss jetzt echt ein Bett bauen und dann schlafen gehen. Ich weiß nicht, wenn ihr es nicht schreibt, dann gerne in die Kommentare. Weil das wäre ja krank. Wie willst du das jemals schaffen, so schnell wie der Nebel kommt? Wenn du keine Racks findest, ist RIP. Ich habe ja nicht mal eine Axt gefunden, dass man irgendwie Bäume machen kann. Eine Säge habe ich, ja. Habe ich irgendwo eine Axt?
glaube nicht, ne? Ist ja fast alles leer. Eine Säge habe ich, aber keine Axt. Kann ich mir irgendwie eine Axt machen? Ich glaube nicht, ne? Warte mal. Basic Torch, Soil Bag, Use for Packing Soil. Federn habe ich auch keine. Wooden Shield. Okay, Gunpowder. Dogtag. Chicken Feed. Habe ich meine Weste aber verloren. Moin, Kollege. Okay, ich brauche auf jeden Fall die Reifen. Muni für meine Bumm. Was brauche ich noch? Nicht. Eine Axt bräuchte ich. Eine Axt und drei Reifen. Okay. Das müssten wir hinkriegen. So, jetzt haben wir jetzt nämlich wieder Platz im Inventar. Da oben ist eine Wasserflasche. Die gönnen wir uns. Aber hier habe ich leider schon alles gelootet, ne? Was ist hier vielleicht irgendwas? Was ist das? Das sind Toiletten. Okay. Hier ist auch nichts. Ich müsste halt auch mal in die große Stadt. Ja, wir haben leider alles mitgenommen. Wir müssen echt Richtung Tanke. 9mm, nice. Oh, guck mal, das habe ich fast übersehen. Nice, da können wir noch mehr tragen. Und jetzt haben wir auch wieder 4 Schüsse und eine Kiste. Das ist schon mal gut. Ehrlich, ich wollte ihn erstmal voll übersehen. Verdammt. Reifen kriege ich eigentlich bei der Tanke, aber da waren wir ja auch schon. Da gab es leider auch keine. Verdammt, komm mal drüber, ich bin so dick. So. Painkiller mit das. Ist hier was? Ich hätte mir den Benzinkanister mitnehmen können und Benzin holen, aber verdammt. Egal, jetzt muss ich mich beeilen. Der Nebel zurückkommt. Ich brauche Reifen. Batterien, da ist eine Cola. Hier ist überall noch Benzin drin. Krass. Und ist hier irgendwo ein Reifen da? Ich brauche doch nur noch 3 Reifen, verdammt. Am Hotel könnten wir auch noch Reifen finden, ne? Und hier habe ich da noch 2. Ich könnte jetzt versuchen, die Banditen da hinten auszuschalten. Das Problem dabei ist, wenn ich die angreife, greifen die mich ab und zu auch an. Dann wollen sie Blutrache. Warum habe ich noch eine Brechstange gesehen? Ganz da hinten, ne? Wie viel sind das? Sind 1, 2, 3. Es kann aber sein, dass die jemanden gefangen halten, der uns dann helfen könnte. Ich habe nur 4 Kugeln. Und ich glaube nicht, dass ich jeden einzelnen Schuss treffen werde. Ah, ich gehe mal zum Hotel durchsuchen. Das sind aber auch wieder ein bisschen. Ich meine, man kann hier leider auch keinen Takedown oder so irgendwas machen. Oh, ich bin durstig. Ich sollte mal die Cola trinken. So, dann geht auch meine Stamina wieder hoch. Der Nebel geht wohl doch weg, auch wenn wir jetzt gestorben sind. War zwar richtig dumm, als ich da rausgerannt bin und meine Weste verloren habe, aber egal. Das kriegen wir schon wieder hin. Eine Zigarette? Ja, das ist gut. Eine Zigarette habe ich jetzt auch drauf. Tape. Komm schon, ich brauche Reifen. Einfach nur Reifen. Komm schon, Jungs, hier muss man irgendwo Reifen geben.
Ne, aber anscheinend gibt's hier keine Reifen. Ich kann doch aber nicht noch weiter rennen. Wenn der Nebel kommt, habe ich ein Problem. Ich gucke mich auf jeden Fall jetzt hier erstmal richtig an. Vielleicht finde ich hier doch noch einen Reifen. Hier sind alles kaputte Reifen. Also Reifen ohne Felgen. Wir brauchen einen mit Felgen. Hier ist aber leider nichts, ne? Benzinkanister. Kann ich aber leider nicht nehmen. Belasten. Hier habe ich noch nicht alles durchsucht. Was ist das? Nichts. Rex? Wie viele Rex haben wir denn? 2. Stimmt, wir brauchen auch noch mehr Rex. Unser Bettchen. Da haben wir noch welche. Das ist gut. Essen? Hallo? 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 Jetzt. Manchmal will er es dann aufnehmen. Das ist richtig zickig. Oh! Bruder! Nein, nicht der! Nicht der Bär! Und nur verzieh dich! Da haben wir noch einen Bär, perfekt. Wir haben das jetzt echt schwerer gemacht, glaube ich. Oh, 9mm und Rifle-Armor. Nein. Was ist da hinten? Wie ist denn da gekommen? Ich weiß es gar nicht. Verdammt, da ist aber der scheiß Bär, Alter. Ich glaube, da bin ich aber gekommen, oder? Hier könnte aber halt auch noch ein Reifen sein. Sieht gut aus auf jeden Fall. Ein Lashing. Rack? Essen. Komm, gib mir doch einen Reifen. Ich brauche einfach nur noch einen blöden Reifen. Ich hab 2 Stück, was ist das? Kann ich nicht mitnehmen? Ich müsste eigentlich schon wieder zurück. Rifle-Ammo. Verdammt, kein Platz mehr. Komm, dann essen wir das. Dann können wir die Muni noch mitnehmen. Okay, dann haben wir hier 8. Okay, aber das war's hier wohl. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Ohne Axt. Nice. Dann können wir uns nämlich Holz machen. Dann können wir wenigstens schon mal unser Bett hin. Okay, gehen wir mal wieder zurück. Wir müssen halt in der nächsten Folge die Reifen finden. Rex haben wir 8. Bandage möchte ich mitnehmen. Mal wieder kein Platz. Ist halt schon belastend, wenn du an der Tanke keinen Reifen findest. Ich könnte halt echt gucken, ob ich die Banditen da ausschalten kann. Und wir könnten auch auf die andere Seite vom See gehen. Vielleicht könnte man da noch einen Reifen. Sollen wir mal soll ich probieren? Ja komm, ich probiere es einfach. Speicher vor, ne? So, ich speichere hier kurz. So, Safety. Und dann gucken wir mal. Jetzt haben wir eigentlich wieder ein bisschen Muni. Das Problem ist, die Typen treffen so gut. Oh shit. Der hat uns gesehen. Yo! Okay. Alles klar. Lol. Er hat uns kurz gesehen, gibt uns direkt eine Schelle. Und ich lade nochmal ganz kurz. Zum Glück haben wir nämlich davor gespeichert. So. Na komm. Diesmal gehen wir gleich da hinten in Deckung. Oben ist aber auch noch irgendwas. Als ob wir da wieder reinkommen.
Problem ist halt, sobald ich mich viel näher ballern die auf mich. Bruder, ich habe ihn genau im Kopf geschossen. Okay, wir haben noch keine Chance gegen die. Das können wir vergessen. Ich würde aber sagen, dann war es das auch mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit Ö.